Ja, einen wunderschönen guten Tag. Euer Paddy Patol mit einem Info-Time-Video vor seinem Urlaub. Ja, ich hoffe, ihr werdet mich in der nächsten Woche nicht zu sehr vermissen. Zur Not habe ich über 2000 Videos, die ihr euch angucken könnt. Unter anderem habe ich auch Playlisten erstellt, die ihr mal durchgucken könnt. Ich gucke mal ganz kurz auf die Inhalte der Playlisten. Da hätten wir, wie gesagt, zum Beispiel die Historyline, die Battle Isle, die Amiga Play haben wir zum Beispiel, die Games from Disc Mac haben wir. Dann haben wir halt das Schwarze Schloss. Wir haben The World of Disc Macs, also die Welt der Diskettenmagazine. Das ist auch eine sehr umfangreiche Playlist, die ihr euch anschauen könnt. Dann könnt ihr euch die Playlist anschauen, das Projekt Goblins auf dem C64. Dann gucke ich mal, wir haben noch ein paar Livestream-Playlisten von früheren Livestreams und so, die ich gezeigt habe, die ich gemacht habe. Dann The First Minutes of Gameplay, da sind eine ganze Menge Videos dabei. Es sind 127 Videos in dieser Playlist, das heißt, ihr habt da auch eine ganze Menge zum Anschauen. Dann haben wir den Seelenlosen, wir haben Astrolab, wir haben, was haben wir noch, was vollständig ist. Also die Zero Mission, die war nicht vollständig, habe ich hier abgebrochen. Was haben wir denn noch? Die Höhle haben wir. Wir haben sogar eine Playlist über das D2Verge Adventure System, das ich euch mit der Anleitung vorgestellt habe. Dann haben wir 13 Ausgaben der Magic Disc 64. Dann haben wir die C64 Leserstunde, den Einsteigerkurs, Tennis Manager, wir haben NZ3, NZ2, NZ1. Mir fällt so nebenbei auf, ich könnte mal Magic irgendwann, das muss ich wieder von vorne anfangen, weil ich habe die Speicherdatei nicht mehr. Die ist auf meinem anderen PC und der ist ja kaputt und hier muss ich alles quasi wieder von vorne anfangen. Dann haben wir den Curse of Rabenstein, haben wir die Flucht der Libelle, haben wir und so weiter. Es gibt also genügend, wenn mal jetzt jemand hingeht und sagt, wir möchten jetzt nicht diese C64 und Amiga Playlisten, sondern wir würden mal gerne wissen, was hast du noch anderes gemacht? Dann schaut mal nach. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, die Playlisten sind ein bisschen weiter unten. Ich habe ein Amiga Historyline Video, da sind 96 Videos drin. Das ist die frühere Version von Historyline, ich glaube sogar durchgespielt. Dann haben wir also die Playlist mit eine Runde. Da habe ich verschiedene Spiele eine Runde lang gespielt. Monopoly, Uno und so. Dann haben wir zum Beispiel, das ist wieder Game, das ist Dings, dann haben wir Choo-Choo Rocket, habe ich zum Beispiel von der Dreamcast komplett durchgespielt, das ist auch in meiner Playlist zu finden, ihr müsst mal gucken. Ich hätte mal angefangen, Secret of Mana zu spielen, aber das werde ich aber auch irgendwann nochmal machen. Until Dawn habe ich durchgespielt, auch das ist bei mir hier in der Playlist. Dann haben wir Tom Clancy's Ghost Recon aus einem Livestream auf Twitch, habe ich das quasi zusammengewürfelt. Das sind 24 Folgen. Dann habe ich das Spiel Nabuki, das sind 2 Folgen. Urban Runner habe ich durchgespielt gehabt. Das Spiel, das sind 11 Folgen. Dann habe ich halt Maniac Mansion, das sind 2 Folgen. Die sind aus dem Livestream, soweit ich weiß. Sam the Sorcerer 3D muss ich noch weitermachen, beziehungsweise neu anfangen, wieder einmal. Ja, Chroma Gun VR habe ich gespielt. Dann habe ich Donald Ducks Quackshot durchgespielt. Mega Drive. War auch aus einem Livestream. Was habe ich noch gemacht? Ah, das Cap für den C64 habe ich durchgespielt. Test the Listings habe ich mal gemacht. Mission Accomplished. Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All habe ich mal gespielt. Das sind aber auch nicht alle Parts. Oh, ist ja gar nicht öffentlich. Ha. Aber PS4 VR Static habe ich durchgespielt. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Die Invisible Hours habe ich in verschiedenen Parts. Das ist einmal Invisible Hours, das gesamte Spiel. Und dann habe ich für jede einzelne Figur in Invisible Hours eine eigene Playlist erstellt. Monkey Island 2, die Special Edition für den PC haben wir durchgespielt. Dann habe ich halt, wie gesagt, von den Invisible Hours habe ich Mandy, ich habe Bernard, Edison, Swan, Flora, Gustav, Vanderberg, nicht? Sind die Hauptfiguren. Oder ich habe auch Secret of Monkey Island Special Edition durchgespielt.
Woodruff eine Schnibbel auf Azimuth habe ich durchgespielt. Habe ich noch gespielt? Chromagan für den PC habe ich durchgespielt. Dankeschön nochmal an die Firma, die mir das gegeben hat. Dann habe ich, glaube ich, Vampire Saga Welcome to Helllock habe ich durchgespielt. Vampire Saga habe ich, glaube ich, durchgespielt. Up Left Out habe ich durchgespielt. Gott, oh Gott, oh Gott, das sind so viele Dinger, die ich alle gerade durchgespielt habe. Simon the Sorcerer 2, Simon the Sorcerer 1, Back to the Future The Game habe ich komplett durchgespielt. Lost Eden habe ich durchgespielt, damals noch auf meinem Philips CDI. Push, Zedge, dann habe ich Dark Mysterious durchgespielt. The 11th Hour habe ich durch. Phoenix Wright für Wii ist aber nicht durch, das weiß ich. Lost in Time habe ich durchgespielt, das Spiel. Dann habe ich Call of Duty Ghost durchgespielt, das ist glaube ich auch aus dem Livestream zusammengewürfelt. Ja, und halt wie gesagt Back to the Future, es gibt so vieles, das ich gemacht habe. Demon Hunter Chroniken des Übernatürlichen habe ich durchgespielt. Simon the Sorcerer 1, wie gesagt, das einfach nur die. Dann für Dracula, für die PlayStation, ein sau schönes Spiel. Donald Duck's PK habe ich für die GameCube durchgespielt. Hook habe ich durchgespielt. Das ist aber jetzt nicht das mit Peter Pan und so, sondern einfach ein Knobelspiel habe ich durchgespielt. Der Anschlag für die PlayStation 2 habe ich durchgespielt. Was habe ich noch? Burn Cycle habe ich durchgespielt, sehe ich gerade. Goblins 4 habe ich durchgespielt. Das Mystery Team für die PSP habe ich durchgespielt, auch zu finden. Dann Lost Souls 2, The Enchanted Books habe ich durchgespielt. Profiler, The Hopscotch Killer habe ich durchgespielt. Area D, ein ganz cringes Spiel aus den 90ern. Damals habe ich das Spiel gefeiert. Das war so der Hype von Jurassic Park. Und da ist halt das Spiel rausgekommen und jeder ist halt draufgestürzt. Lost Souls, die verzauberten Gemälde habe ich noch. NCIS, The Game habe ich durchgespielt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mystery Trackers, die vier Asse. Dreamscape. Also, man hat mich ja mal gefragt, wie mein altes Logo ausgesehen hat. Jetzt muss ich gerade gucken. Sekunde. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Das war damals mein altes Logo. Patrick Patul. Das war mein altes Logo. Und das war quasi mein Intro. Zu finden, wie gesagt, bei auf meiner Playlist von The Seventh Guest. Genau. Damals habe ich schon gesagt, Let's Play für die ganze Familie. Alter, das waren zu meiner Anfangszeiten 2014. Also man kann sich da schon, wie gesagt, ein bisschen umgucken, wenn ihr die Woche Langeweile habt und habt Sehnsucht nach mir. Das sind ganz alte und ganz grottische Projekte. Wenn man das mit heute vergleicht, das sind ganz andere Aufnahmesessions. Ja, da könnt ihr mal, wie gesagt, mal reingucken. Und ich habe was, nach meinem Urlaub habe ich was vor. Und zwar wird es bei mir einen neuen Upload-Plan geben. Also, wir bleiben zwar dabei, Montag kommt PC mit momentan Anno 1602, dienstags wird es jetzt ein bisschen trickiger, da wird es jetzt ein bisschen anders, es wird nicht nur die Games, also es wird nicht nur die Welt in Diskettenmagazine werden, sondern es wird auch, dass ich hingehe und sage, nur mal als Beispiel, ich hole mir, boah, lass mal lügen, hier, diese Markt- und Technik-Diskette und check die mal durch. Nur mal als Beispiel. Das wird sich immer wieder mal ändern. Mittwoch, ganz klarer Fall, das ist Konsolentag. Da sind wir ja bei der PlayStation 4 mit Satinas Ketten. Da geht es auch weiter. Donnerstag sind es ja eigentlich die Games from Disc Mac. Das werde ich dann ab und zu mal mit einem vollständigen Projekt austauschen. Nee, Quatsch. Das ist das vollständige Projekt, das Schwarze Schloss. So. Und freitags
bin ich am Überlegen, von The Games from Disc Mac hinzugehen und dann zu sagen, Alter, wir haben, sage ich jetzt mal, damals im Diskettenmagazin haben wir ja, ich glaube, bei der Chaos war es gewesen, ne, oder bei der Game On. War, glaube ich, bei der Game On. Da habe ich ja hier drei schöne Spiele vorgesagt bekommen. Klystrom, Movie Business und Swap, wo ich gesagt habe, das könnte man sich mal angucken. Und dann werde ich sagen, machen wir das Ganze so, wir machen das ein Spiel, gucke ich, dass ich das dann mal spiele. Dann machen wir wieder Games vom Discmac eine Zeit lang. Dann werden wir wieder das Spiel spielen, immer freitags. Samstags ist halt Amiga-Time, wie gesagt, Amiga-Play. Da habe ich dann eventuell auch mal vor, hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Kaiser 2 gesehen, für den Amiga. Dann würde ich quasi nach meinem Urlaub dann samstags anfangen und sagen, wir spielen Kaiser 1. Kann man durchspielen, glaube ich. Oder ist kein Endless Game. Das kann man, glaube ich, durchspielen. Dann würden wir uns um Kaiser 1 zuerst mal kümmern. Auf dem Amiga. Dann würden wir, weil samstags ist Amiga-Zeit, Sonntag ist Strategietag und da wird es jetzt für manche ein bisschen knobelig. Wir haben ja bis jetzt immer das so gemacht, dass am Sonntag quasi zwei Parts gekommen sind. Haben wir heute auch gehabt. Das war der Abschluss, ne, dieser Woche. Heute zwei Parts gehabt. Einen Part Battle Isle, einen Part Historyline. So. Ich habe aber das Ganze jetzt in Zukunft ein bisschen anders davor. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wo ist es? Moment, ich muss gerade gucken. Hier. Und zwar möchte ich das in Zukunft so machen. Ich möchte pro Samstag einen Part machen. Und jetzt kommt es, da ich ja immer hingehe und sage, ich bin drei Samstage bin ich quasi im Livestream. Das haben wir ja auch. Das ist ja dann Bard's Tale momentan. Dann ist es ein C64-Spiel, momentan Sagittarius. Und dann haben wir wieder das Goblins-Programmierung auf dem D2-Fetch Adventure-System. Und dann haben wir wieder ein Wochenende nichts an Livestream, weil ich ja an diesem Wochenende arbeite. So. Und dieses Wochenende arbeiten wird in Zukunft auch so laufen, dass ich sage, da werden auch keine Videos hochgeladen und keine Livestreams gemacht. Warum? Ganz einfach, weil ich sage, diese beiden Tage nehme ich mir Auszeit. Und wie geht es dann in den anderen drei Wochenenden weiter? Wie geht es dann den anderen drei Sonntagen weiter? Ganz einfach. Nach meinem Urlaub fangen wir an mit Battle Isle. Eine Folge Battle Isle und das war's. Dann kommt der Samstag drauf, kommt eine Folge Historyline und das war's. Und dann habe ich wieder mein Arbeitswochenende. Und dann fangen wir quasi ein neues Quartal an. Das beginnt eine Folge Command and Conquer, der Tempirium-Konflikt auf der Sony PlayStation. Da habe ich, glaube ich, schon vier Parts vorbereitet. Ich kann hier mal ganz kurz gucken. Da habe ich, glaube ich, schon vier Parts vorbereitet oder drei. Mal ganz kurz gucken, wo ist es denn? Wo ist es denn? Eins, zwei, drei. Drei Karten habe ich schon gespielt. Die bringe ich dann vor. Das heißt also, nach meinem Urlaub eine Folge Battle Isle, eine Woche später eine Folge Historyline, eine Woche später kommt nichts. Dann bin ich wieder am Arbeiten. Und dann geht's los, eine Folge Command & Conquer, die Woche drauf eine Folge Battle Isle, die Woche drauf eine Folge Historyline. Dann bin ich wieder eine Woche am Arbeiten, gibt's kein Upload und dann geht's wieder weiter mit eine Folge und so weiter. Das heißt also in diesen drei, weil ich möchte euch unbedingt das hier zeigen. Das ist bei mir auf der Festplatte und brennt mir die Festplatte durch, diese Videos. Die wollen unbedingt auf YouTube. Deshalb. Ich mache dann das Projekt und das Gute ist auch, sage ich jetzt mal, wenn ich sowas jetzt mache, ich muss jeden Sonntag und jeden Samstag baue ich ja mein Amiga auf für das Amiga Play. So. Theoretisch bleibt der Amiga dann bis am Sonntag stehen, weil ich am Sonntag eine Folge Historyland mache. Aber dann wird es hier ein bisschen eng, weil der Amiga ist ja ein bisschen größer als ein C64. Und der nimmt mir auch eine ganze Menge Platz hier weg. Deshalb mache ich das so. Einmal samstags hingehen und dann werde ich aber auch an diesem Samstag wahrscheinlich hingehen, wenn ich dieses Video mache. Für diesen Samstag baue ich gerade die anderen beiden Samstag-Videos
haue ich Kraut auch raus. Das heißt, der Amiga wird einmal aufgestellt, drei Spiele werden gespielt, dass wir für die drei Wochenenden, für die drei Samstage jeweils ein Game haben. Gut. Wie gesagt, die Livestreams werden weiterlaufen. Jetzt nächsten Samstag wäre rein theoretisch eigentlich Sparktail dran. Das würde ich aber, weil es ja auch wieder vor, also eigentlich ist mein Urlaub, deshalb wird auch nächsten Samstag wird es kein Livestream geben. Jetzt muss ich euch noch ein Datum in die Ohren hauen. Ich sage immer hier nächsten Samstag und nachher stimmt das gar nicht. Und dann fragt ihr euch, wieso? Warum ist denn der an diesem Samstag nicht gekommen? Der 9. Der 9. September, das ist der Samstag, wo jetzt kommt, da wird der Livestream ausfallen, weil ich Urlaub habe. So, also mein nächstes Video wird erst kommen am 11. September. Uff. Ja. Ganz schwerer Tag. Das ist, ja, dann siedeln wir ja was an, wir bauen ja was auf, wir reißen ja nichts nieder, weil der 11. September, ich denke mal, da werden sich die wenigsten noch dran erinnern, die jüngere Generation eher gar nicht, die ältere Generation vielleicht eher, so das World Trade Center ist abgerissen worden am 11. September, aber da kümmern wir uns am 11. September drum, wenn es soweit ist. So, was ändert sich noch? Also im Großen und Ganzen ändert sich jetzt halt die Art der, die Art und Weise der Spiele, die kommen. Wie gesagt, es wird nicht immer nur die Welt des Kettenmagazins oder die Spiele dieses Kettenmagazins sein, sondern wir werden auch mal hingehen, die 64er Diskette durchgeguckt oder die Markt- und Technik-Diskette durchgeguckt auf dem C64. Und wie gesagt, wenn dann freitags eigentlich sowas wie die Spiele der Diskettenmagazins, dann hauen wir dann raus C64, C64, dann zum Beispiel Glühstrom oder so wie das Spiel heißt, das mal spielen, bis wir das durchhaben. Das ist ja dann noch so eine Idee. Und dann geht es wieder weiter mit den Spielen von Diskettenmagazin und so weiter. Weil ich habe so viele Spiele, ich weiß gar nicht, wann ich hier alle Spiele soll, so viel Zeit habe ich nicht. Also ich versuche ja schon, ich will ja schon früher in Rente gehen, damit ich mehr Zeit für euch habe. Aber auf der anderen Seite, ihr habt ja auch nicht dauernd Zeit, euch nur meine Videos anzugucken. Ihr habt ja noch andere Kanäle abonniert als nur mich. Ihr habt ja bestimmt die Nerdroom abonniert. Wenn nicht, haue ich euch auf die Zähne. Ihr abonniert ihn bitte schön. Nerdroom Games, wie gesagt, in der Leiste sind noch ein paar andere geile Dudes, die ihr machen könnt. Ich habe auch jetzt für mich entdeckt, Faszination C64. Der hat mit Hardware in der Regel zu tun. Da könnt ihr auch mal reingucken. Oh, ich habe schon 569 Abonnenten. Dankeschön, meine Freunde. So, und jetzt geht's eigentlich zu den Uploads. Jetzt war ich ja eigentlich gewesen bei den Uploads von, muss ich ganz kurz gucken. Ja, Zielgruppe. Zielgruppe war es gewesen, Zielgruppe. Und zwar die Uploads. Wann werden die Videos jetzt kommen? Die sind jetzt in der letzten Zeit immer willkürlich gekommen. Mal sind die mal um 2 gekommen, dann sind sie um 3 gekommen, dann habe ich sie mal um 4 rausgehauen, dann habe ich sie mal früher rausgehauen und so weiter und so weiter. Wir werden aber jetzt feste Zeiten nach meinem Urlaub haben. Und zwar, ich habe mir das hier angeguckt, das ist in den Analytics unter Zielgruppe zu sehen. Da könnt ihr sehen, wann die Leute eigentlich sich die Videos, also wann die auf YouTube aktiv sind, meine Abonnenten bzw. meine Zuschauer. Und das ist in der Regel gegen 18 Uhr. Samstags und sonntags ist es auch mal früher. Deshalb habe ich Folgendes rausgehauen und folgende Entscheidung getroffen, habe ich früher schon mal gemacht gehabt und dann irgendwann habe ich das wieder abgelegt. Ich versuche mich aber jetzt dran zu halten. Und zwar die Videos kommen ab Montag in 8 Tagen, also ab dem 11. September, abends um 18 Uhr. Die werden um 18 Uhr freigeschalten. Ich werde es zwar schon früher hochladen, aber um 18 Uhr freischalten. Dann habe ich den ganzen Tag genügend Zeit, um diesen Part wunderschön vorzubereiten. Alles gut, alles Gucci. Ich werde auch, wie gesagt, pro Tag nur einen Part machen. Und das Ganze von Montag bis Freitag. Das heißt, also von Montag bis Freitag könnt ihr sagen, okay, 18 Uhr, ihr habt alles erledigt, ihr wart mit eurer Familie kaufen, ihr kommt von der Arbeit, ihr habt geduscht, ihr habt gegessen, ihr seid fit, ihr könnt sagen, jetzt legen wir los und hauen das Ganze hier raus. Und dann könnt ihr euch das angucken. Wie gesagt, wenn man sich die Analytics hier anguckt, also wenn man jetzt hier so guckt, weitere Informationen, nee, Quatsch hier,
viele Zuschauer, ist ganz hell und dunkel, sind halt wenige Zuschauer. Man sieht halt immer so, dass ab 18 Uhr bei mir quasi hier Action ist. Und deshalb habe ich gesagt, wir machen das so, 18 Uhr haue ich die Videos raus. Und dann könnt ihr euch die angucken, dann sind die quasi noch ganz frisch für euch. Der einzige Unterschied, den wir machen, ist Samstag und Sonntag. Da werde ich gucken, dass ich um 15 Uhr die Videos raushaue. Warum um 15 Uhr? Samstags ganz einfach, gehe ich noch kaufen, keine Ahnung, gucke mal, was ich mache. Und dann werde ich gucken, dass ich um 15 Uhr diese Videos raushaue. Und am Samstag, also samstags und sonntags um 15 Uhr, dann habt ihr nämlich auch samstags, wenn wir einen Livestream haben, noch ungefähr 3 Stunden Zeit, denn abends um 18 Uhr habe ich ja immer vor, den Livestream zu machen, jeden Samstag, solange ich nicht arbeiten gehe. So, das ist der Plan nach meinem Urlaub. Ich arbeite wahrscheinlich noch ein bisschen, was mache ich während meinem Urlaub, das kann ich euch auch so ein bisschen erzählen, was ich vorhabe, während meinem Urlaub zu machen. Entspannen. Definitiv entspannen. Wie sagt das Serial Talk ist immer so schön, Electronic Detox. Ich werde gucken, dass ich so wenig wie möglich an elektronischen Geräten sitze. Das heißt also weder C64 noch Laptop noch Handy noch sonst irgendwas, auch kein Fernseher und kein DVD-Player. Ich werde mir auch mal öfter mal ein Buch zur Gemüte nehmen. Momentan kommt wieder schön die Sonne raus. Das heißt, wir haben wieder schönes Wetter. Da werde ich mir mal die Füße in die Hand nehmen und mal durch den Park spazieren. Wir haben ja gegenüber bei uns vom Rewe das ehemalige Schwimmbad bei uns, was nicht mehr Schwimmbad ist, Neuenkirchen. Da ist jetzt ein Rewe drin. Und da gehe ich zuerst mal in den Park gegenüber, ins Bad Wiesental. Und dann gucke ich mal, spaziere ich erstmal ein bisschen rüber, ruhe mich ein bisschen aus, höre den Vögeln zu etc., gucke den Leuten ein bisschen zu, setze mich ein bisschen hin, genieße ein bisschen den Tag. Nehmt vielleicht ein Buch mit. Ich habe da gute Bücher, zum Beispiel von Dieter Nuhr habe ich so 2 Bücher, die sind ganz gut. Ich glaube sogar 3 Bücher von Dieter Nuhr, die sind gut. Oder ich hole einfach mal, was ist ich, mein Sudoku-Block. Keine Ahnung. Ich habe da, ich glaube, 5 Sudoku-Blöcke, die irgendwo noch fertig gemacht werden müssten. Nur mal als Beispiel. So, wenn ich dann mal wieder Bock, Lust und Laune habe, so, es wird nicht so 1-2 Tage, wenn ich das mal machen, so ein Elektronik-Detox. Und dann habe ich vor, eventuell an meinen 2 Spielen weiter zu programmieren, beziehungsweise an einem von meinen 2 Spielen weiter zu programmieren, und zwar ist das Escape Room. An Escape Room bin ich momentan auf Raum 5. Der muss jetzt noch die Fehler beseitigt werden, die ich dort habe, dann ist der Raum eigentlich auch fertig. Dann geht es auf Raum 6, 7 und 8. Escape Room ist basierend auf folgendem Spiel, und zwar, das habe ich glaube ich schon mal gezeigt, und zwar, jetzt muss ich das da. Auf diesem Spiel basierend ist das Spiel, was ich auf dem C64 programmiere. Für die Leute, die nicht wissen, was ist Escape Room? Du bist in einem Raum, ja, kriegst einen technischen Bonus. Du bist in einem Raum, musst Gegenstände durchsuchen, die Tür aufmachen und aus der Tür raustreten. Dieser Raum hier zum Beispiel, der war sehr schlecht zu kodieren. Ich versuche den aber trotzdem wieder zu kodieren. Deshalb habe ich ihn von Hand zu Fuß gezeichnet. Das sah aus wie ein Einjähriger. Ich bin aber überlegen, weil wenn man zum Beispiel hier hingeht und hat dann diesen Raum und man drückt zum Beispiel hier auf den Fernseher, dann wird ein extra Bild geöffnet, dass man da quasi einen extra Raum macht, in dem das funktioniert. Aber wie gesagt, da bin ich noch am Überlegen, wie ich das deichseln soll. Es sind in diesem Spiel 50 Räume. Diese 50 Räume sind bei mir nur 40 Räume, aus Platzgründen, weil ich möchte nämlich nicht 2 oder 3 Disketten voll ballern. 25 Räume, oder könnt versuchen, die 50 Räume zu machen. 25 pro Diskettenseite, könnte funktionieren. Aber das werde ich natürlich in meinem Urlaub nicht fertig kriegen, das ist klar. Dann pixel ich eventuell noch an Bildern rum für Goblins. Oder halt für das Escape Room Spiel pixel ich noch ein paar Bilder rum. Dann überlege ich mir noch, ob ich an meinem Quiz weiter programmiere von der Tank. Ja, und das ist eigentlich alles so, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, so über meinen Urlaub. Aber hauptsächlich und überwiegend ruhen. Nicht mir irgendwelche Arbeiten an den Kopf schmeißen und sagen, du machst jetzt das und das. Gut, Wohnung aufräumen.
sauber machen, Geschirr waschen, Staubsaugen und so ein bisschen Ordnung machen in meiner Boutique. Das ist klar, das mache ich. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich Ruhen angesagt. Ja. Dann gucke ich, wie gesagt, was ich in meinem Urlaub noch sonst mache. Und dann sehen wir uns am 11. September wieder. Und dann geht es weiter mit Anno 1602. Wie lange die Folgen werden, das bin ich auch noch immer überlegen, ob ich eine feste Länge machen soll oder ob es immer unterschiedliche Länge sind. Wenn ich 30 Minuten Länge mache, dann heißt es bei bestimmten Spielen, mach länger. Dann gibt es aber Spiele, wie zum Beispiel jetzt bei Battle Isle. Ich habe 10 Minuten und dann war die Map erledigt. Theoretisch hätte ich können nochmal anfangen und diese Map nochmal spielen. Aber ich habe gesagt, das mache ich nicht. Erstens, ich bin wirklich nach diesen 2 Wochen, die wir auf der Arbeit hatten, nach dem heutigen Arbeitstag, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich zu Hause bin. Ich habe das jetzt noch gerade abgefrühstückt und noch Ring geprügelt und alles gemacht und habe gesagt, komm, jetzt schnell noch Battle Isle und sonst ist wieder der, ich glaube, Malaka heißt er, gell? Ich glaube, du hast Malaka. Bitte, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, bitte nicht treten. Doch, Malaka. Ich glaub, der heißt Malaka. Ich glaube, der ist richtig ausgesprochen. Der kommentiert nämlich immer wieder und der fragt immer, sag mal, wie sieht's denn aus hier? Battle Isle. Ich sage, Leute, ja, kommt. Aber ich habe auch jetzt mitbekommen, wie gesagt, wenn ich am Wochenende hingehe, sonntags hingehe, immer 2 Parts machen. Einmal History Land, einmal Battle Isle. Dann stehe ich da und setze mich selbst wieder unter Druck. So, und das möchte ich nicht. Deshalb habe ich gesagt, ich mache das jetzt folgendermaßen. Pro Sonntag eine Folge. Und wie gesagt, das Spiel hier brennt mir auch momentan noch ein Loch in die Festplatte. Deshalb muss das Video unbedingt raus. Das sind die Original. Das ist auch geil. Ist nicht geil, weil das sind ja die Original PlayStation. Ich liebe die Dinger. Momentan machen wir die alliierte Kampagne. Und danach geht es dann an die russische Kampagne. Das Spiel habe ich, glaube ich, von der Retrobörse. Und am 11. November ist in Völklingen wieder bei uns Retrobörse im Saarland. Wer da reingehen möchte, kann das gern gehen. Ich werde definitiv da sein. Das ist mein freies Wochenende. Soll mir keiner kommen und soll das machen. Die Retrobörsen kann ich immer nur dann machen, wenn ich freies Wochenende habe. Mein Arbeitskollege hat schon gesagt gehabt, du, wir können auch die Wochenende tauschen. Dann mache ich dein Wochenende, du machst meins. Ich habe gesagt, nee, weil das ist Hobby. Da tausche ich kein Wochenende dafür. Und das ist auch hier mit meinem Kanal, das müsste ich auch mal nochmal öfters erwähnen, auch wenn ich jeden Tag hier raushaue, es ist Hobby. Das heißt, ich haue jetzt hier wirklich jeden Tag immer, hab mal mitbekommen, immer gut Content, war gutes, sag mal dahingestellt, ich haue Content raus. Aber gutes, das entscheidet ihr. Ich würde sagen, es ist okay. Ich glaube sogar besserer Content als der vom Drachenlord. Oh, das ist keine Kunst, das kann sogar jeder. Selbst meine dreijährige Nichte, Enkeltochter könnte das jetzt besser als der. Und ja, deshalb auch da wieder Hinweis, was ich hier habe, YouTube ist Hobby. Und das werde ich auch immer als Hobby betreiben. Und wenn ich dann irgendwann mal da stehe und sage, ich habe jetzt mal absolut keinen Bock, irgendwas zu machen, dann haue ich in den Community-Beitrag haue ich rein. Leute, es wird mal auf unbestimmte Zeit keine Videos geben. Und dann lasse ich das Ganze mal bleiben und dann wird mal 2 Tage, ein Tag, 2 Tage, 5 Tage, 2 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, ein halbes Jahr wird es dann mal kein Videos geben. Weil, ja, wie gesagt, das ist mein Hobby, das hier alles ist mein Hobby. Und wenn ich ja mal irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, das ist eigentlich schwer, weil ich habe ja nichts anderes mehr. Ich habe nur noch mein Hobby, ich habe nur noch mein C64, mein Amiga 500, meine Dreamcast, meine NES, meine Super Nintendo. Das ist auch so etwas. Oh, nach Satinas Ketten, wenn das durchgespielt ist, habe ich vor, Breath of Fire zu spielen auf dem Super Nintendo. Dazu werde ich mir die deutsche Übersetzung nehmen und dann auf dem Super Nintendo Breath of Fire spielen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist ein Rollenspiel, da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, mittwochs ist Konsolentag. Das habe ich mir jetzt als Konsolentag erkoren.
Da wird alles gespielt, da wird auch mal Dings gespielt, da wird auch mal Gameboy gespielt oder da spielen wir mal, wie gesagt, da werden auch Spiele kommen, die euch nicht gefallen. Das ist ganz einfach, das ist auch ganz okay. Ich meine, wir haben, deshalb mache ich ja diese Pläne. Deshalb sage ich ja, Montag vom PC mit Anno 1602, Sekunde mal. Ein Hoch auf die Pause-Taste. Eigentlich wollte ich das noch suchen, musste dann aber dem Ruf der Wildnis folgen, deshalb ist es schon mal geil. So. Wo war ich stehen geblieben? Ja, warum ich dann halt hier mal hingehe und dann sage, montags ist PC-Tag. Das bleibt auch PC-Tag. Das heißt also, wenn ich die Anno-Spiele durchgespielt habe, und da spiele ich ja Anno die historischen, die historische Edition durch. Da sind ja die Anno 1602 mit allen Erweiterungen, die Anno 1503 mit allen Erweiterungen, die, ich glaube, kommt zuerst die 1404 und dann die 1701 oder umgekehrt. Jedenfalls die vier Spiele sind in dieser historischen Edition und die werden wir auch dann immer montags spielen. Dann haben wir noch andere PC-Spiele, die wir montags spielen können, wie zum Beispiel halt hier Rayman 2 zum Beispiel. Das habe ich aber auch für die Dreamcast, dann kann ich das eventuell auf Konsolen machen. Oder wir haben halt andere Spiele, wie habe ich jetzt nicht hier. Ja. Ich gucke gerade aus dem Stegreif, aber ja. Solche Spiele wie zum Beispiel Warcraft 3 würde ich dann zum Beispiel an einem Strategiesonntag spielen. Das hier so eine Idee. Aber ich hätte dann noch eventuell DOSBox-Spiele, die wir. Ich habe eine ganze Menge DOSBox-Spiele und zwar hier auf einem dieser beiden. Ich weiß nicht mehr auf welchen. Ich habe nämlich auf einem dieser beiden, habe ich, oder auf beide sogar, habe ich Scamfer-M-Spiele und DOSBox-Spiele und ich habe auch noch Originalspiele und keine Ahnung. Also wir haben genug Material zum Spielen für montags. Dienstags ist ganz klar C64. Leute, ich habe 700 Disketten, Internet voll mit Zugangssoftware, wenn ihr euren C64 bestücken wollt mit irgendwelchen Diskettenmagazinen, Softwares, Tools, sonst irgendwas, geht auf csdb.dk, da findet ihr fast alles. Gut, ihr findet zwar keinen eierkochenden C64 oder keinen kaffeekochenden C64, aber im Großen und Ganzen findet ihr da alles. Wie gesagt, mittwochs halt die Konsolenspiele, weil ich halt auch solche Spiele spielen möchte, wie zum Beispiel Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time. Die würde ich gern spielen. Oder die Breath of Fire 1, Breath of Fire 2 Spiele, die Final Fantasy Spiele eventuell. Da fangen wir mal mit dem Game Boy Advance, Final Fantasy 1 und 2, Dawn of Duel. Nee, nicht Dawn of Duel, das war was anderes. Das war Yu-Gi-Oh! Dawn of Destiny oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Das ist die deutsche Version. Oder Spiele wie zum Beispiel Summers. Na, wie heißt das Spiel wieder? Mensch, das Kinder. Tales of Phantasia zum Beispiel. Oh, das werden lange Spiele, das weiß ich jetzt schon. Das wird verdammt lange. Und das käme dann immer mittwochs und wie gesagt, Dienstags, Donnerstags und Freitags halt immer C64. Definitiv C64. Samstag, Sonntag halt Amiga und halt, wie gesagt, die Spielekonsolen oder so. Ich werde auch nicht nur, wenn ich jetzt Spielekonsolen, Mittwoch spiele, nicht nur auch alte Spiele spielen, sondern auch hier von meiner Series S zum Beispiel hier oben, werde ich auch neuere Spiele spielen, wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla oder Assassin's Creed Odyssey. Oder ich fange natürlich, wenn ich mit den Assassin's Creed-Teilen anfange, fange ich natürlich bei ganz vorne an, bei Ezio. Nee, der hieß glaube ich anders. Das war nicht Ezio. Ezio war es glaube ich ab zweiten Teil. Wie hieß der im ersten wieder? Oh, weiß ich jetzt gerade nicht. Der erste Assassin's Creed, mit dem fangen wir dann an. Alles natürlich auf meiner Xbox. Die Teile werden so lange gespielt, bis ich einen Part hochlade und von YouTube direkt einen Copyright Strike bekomme wegen Musik. Dann fliegt das Spiel aus der Liste raus. Der Part bleibt. Aber das war's. Sobald ich eine Urheberrechtsverletzung auf die Musik bekomme, höre ich auf. Oder einen anderen Strike bekomme, dann höre ich sofort auf damit und gehe an das nächste Projekt. Und wie gesagt, wir haben ja montags die PC-Spiele und wie gesagt, samstags Amiga Play. Da habe ich auch vor, eventuell mal ein oder zwei Spiele so zu spielen.
Ich werde dann auch Kaiser und die beiden Kaiserspiele werde ich schon auf dem C64 einmal durchspielen, um euch den Kontrast vom C64 zu zeigen, und einmal auf dem Amiga durchspielen, um euch den Kontrast auf dem Amiga zu zeigen. Also, da werde ich schon beide Versionen spielen. Und für den Amiga gibt es ja auch eine ganze Menge Spiele, die auf dem 500er gespielt werden können. Und wie gesagt, ich bin auch wirklich am Überlegen. Ich war auch schon wirklich am Überlegen gewesen, diesen Amiga quasi einzumodden nach der History Line-Aktion. Wenn History Line durchgespielt ist, das heißt also die Kampagne der Deutschen, die Kampagne der Franzosen und die Multiplayer-Kampagnen, wenn ich die durchgespielt habe, dass ich dann den Amiga hier einmodde. Und dann wirklich nur noch auf C64 übergehe. Das ist natürlich jetzt für die Amiga-User, die meinen Kanal natürlich abonniert haben, für die Amiga-Videos natürlich so, ah Mensch, du willst den Amiga nicht haben. Der Amiga ist und bleibt bei mir, ja. Aber er ist halt nicht der C64, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da so ein Vertreter von C64 und da bin ich ganz ehrlich, das ist der Computer, wo ich sagen würde, am liebsten jeden Tag C64. Aber wie gesagt, ich habe ja noch PC-Spiele, ich habe Konsolenspiele, die ich euch präsentieren möchte und. Also deshalb. Also das ist jetzt der Plan, so ab meinem Urlaub wird es quasi ein neues, es werden halt die alten Spiele, aber es wird halt eine neue Zeit geben, abends 18 Uhr, von Montag bis Freitag, und wie gesagt, Samstag, Sonntag 15 Uhr, dass ihr da die Spiele bekommt. Es wird auch, wie gesagt, und da werden sich viele wahrscheinlich am Anfang auch so, Mensch, warum machst du nicht History Lane, Metal Isle und Command and Conquer zusammen? Da werden da wahrscheinlich die Fragen auch kommen. Nein. Der Samstag und der Sonntag sind bei mir Ausruhtage von meiner Arbeit. Da möchte ich mir nicht noch wirklich hier mittags oder morgens hier die Hektik und den Stress machen, um dann jetzt drei Videos zu produzieren. Also ein Video sollte reichen. Wir haben ja 3 Wochen. Zwischen meinen Arbeitswochenenden habe ich immer 3 Wochen. Es sei denn, ich habe Urlaub. Dann fällt diese Runde aus. Und wie gesagt, das ist jetzt halt so der Plan. Ich bin echt am Überlegen, ob ich an der Retro-Börse noch so ein paar andere Spiele hole für die PlayStation, zum Beispiel Command & Conquer 2, was ich halt. Es werden einige sagen, warum holst du das dann bitte auf der PlayStation? Warum spielst du es nicht am PC? Mit Maus, Tastatur ist es viel einfacher zu spielen. Da habt ihr schon recht. Aber bis ich eventuell einen zweiten Monitor mir irgendwann organisiert habe. Die Dinger kosten ja auch nicht mehr die Welt. Ich meine, ich kriege so einen HDMI-Monitor, kriege ich für einen Knopf und einen Klicker. Den kriege ich unter 100 € sogar schon. Das heißt also, theoretisch könnte ich mir diesen Monat einen kaufen. Da ich aber in den letzten Monaten wirklich viel, viel Geld ausgegeben habe, möchte ich jetzt diesen Monat mal hingehen und sagen, das Geld spare ich mir mal ein bisschen zur Seite und überlege mir, dass ich nächsten Monat eventuell mir einen Monitor kaufe. Aber bis dahin funktioniert es ja. Und wie gesagt, die PlayStation, ich spiele ja auch, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man mich fragt, was spielst du lieber, PlayStation oder PC oder Spielekonsolen oder PC, sage ich ganz klar, Spielekonsolen. So oft, wo der PC die Ressourcen nicht ausreichen, um das Spiel zu spielen, was aber bei der Konsole funktioniert. Klar, müssen wir dann hingehen und müssen bei den Konsolen Einschränkungen machen, auf der einen Seite, dass das schlechtere Grafik ist, aber wenn ich hingehe und sage, ich will bei mir was flüssig spielen, muss ich die Grafik runterdrosseln, die schlechter ist als die NR-Spielekonsole. Und dann kann ich sagen, dann kann ich auch das Spielekonsole spielen, weil da muss ich an der Grafik nichts schrauben. Das Spiel läuft auf der Spielekonsole. Punkt. Wenn ich Lego-Spiele spielen würde, theoretisch, dann müsste ich hingehen und müsste den Soundtrack ausschalten, weil bei den Lego-Spielen, die ich habe, das ist ja immer Soundtrack, das ist immer ganz böse. YouTube geht manchmal hin und stummt das gesamte Video. Und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Und deshalb ist das manchmal, naja, wie soll ich sagen, das ist halt Kacke. Und wie gesagt, eigentlich habe ich auch vorgehabt, solche Projekte dann zu machen, dass ich die, wenn das klappt, erst durchspielen möchte und dann später hochladen möchte. Das ist auch so eine Idee. Deshalb werde ich auch in meinem Urlaub mit einem Projekt anfangen, das
nach Satinavs Ketten kommt, aber dann schon komplett fertig ist. Das heißt also, wenn ihr Satinavs Ketten geguckt habt und das Projekt, das danach kommt, was ich jetzt nicht verrate, dann werdet ihr quasi sehen, okay, das ist ein Projekt, das der Partool spielt, das ist ein schönes Projekt. Und ich habe auch vor, an Strategie-Sonntagen, wenn eines der Spiele, Battle Isle oder so durchgespielt ist, auch mal die XCOM-Spiele zu spielen. Ich habe mich nochmal vom Dicer zum Beispiel, habe ich nochmal mich angeguckt, Terror from the Deep und so weiter. Ich habe ja von Steam mir damals, die waren recht günstig gewesen, die ganzen, jetzt muss ich Steam öffnen, wo ist mein Steam? Verdammt, da oben ist mein Steam. Konnte keine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Doch. Ach, ich habe Internetverbindung. Laber doch keine Scheiße. So, ich habe nämlich hier die ganzen XCOM-Spiele. Und zwar XCOM, UFO Defense, dann Terror from the Deep, Apocalypse, Interceptor, Enforcer. Das sind so diese ganzen XCOM-Spiele. Die alten XCOM-Spiele, sage ich jetzt mal. Okay, also das hier, das Enforcer, sieht ein bisschen anders aus. Das Interceptor sieht auch ein bisschen anders aus. Okay. Apokalypse, wie sieht das aus? Ah, das sieht schon wieder eher nach dem XCOM aus, was ich kenne. Dann halt UFO Defense ist halt das Original XCOM von damals. Wunderschön. Und ja, Terror from the Deep sowieso. Es sind halt Spiele, die ich gerne gucke, die ich auch gerne spiele. Dann habe ich natürlich selber noch XCOM 1 und XCOM 2. XCOM 1 auf der Xbox und XCOM 2 auf, ich glaube, auf der Xbox. Und ich habe das XCOM 2 auf der PlayStation 4. Also würde ich jetzt wahrscheinlich eher dann dazu tendieren, das XCOM 2 auf der PlayStation 4 zu spielen. Nicht, weil es auf der Xbox scheiße wäre, sondern weil ich auf der PlayStation quasi in meinem Schlafzimmer spielen könnte, auf meiner PlayStation, und könnte das quasi dann speichern, weil eine Stunde Spielzeit kann man speichern. Auf der anderen Seite, hier mit OBS ist es viel übersichtlicher aufzunehmen und kann auch viel länger aufnehmen als eine Stunde. Gut, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Momentan haben wir ja unsere Projekte, die Anno 1602. Wir haben, wie gesagt, die C64-Projekte am Dienstag, Mittwoch Satinavs Ketten. Wir haben donnerstags halt das Schwarze Schloss, das jetzt richtig gut vorangeht, denn wir können ja jetzt endlich dank dieses Speichertricks, kann ich ja jetzt hier wunderschön immer Geld farmen, dann meine Ausrüstung kaufen, dann nochmal Geld farmen, dann ordentlich Nahrung kaufen, wieder ordentlich Geld farmen und dann Abmarsch in die Welt, das Schwarze Schloss suchen. Gut, und aber auch rundherum alles machen, weil ich habe nicht auf Wikipedia, auf C64-Wiki, habe ich nämlich gesehen, derjenige, wo damals das Spiel durchgespielt hat, hat das Ganze zu 35% geschafft. Ich würde natürlich gern versuchen, die 100% zu kriegen. Da muss ich auch gucken, was ich machen muss. Obwohl, es gibt ja keinen Hinweis, keinen Lösungsweg und so. Mal gucken. Ja, wie gesagt, dank meinem externen CD-ROM-Laufwerk und dank meinem PC-EM, also meinem PC-Emulator, kann ich auch jetzt, habe ich Windows 3.11, ich hab jetzt einen PC mit Windows 3.11. Da freue ich mich schon drauf, weil da kann ich dann solche Spiele wie zum Beispiel SimTower spielen und so, da freue ich mich. Torrents Passage und so kann ich spielen. Ah, dafür habe ich ScumVM und so weiter. Aber da kommen wir so weit, da kommen wir hin, wenn es soweit ist. Floyd, es gibt noch Helden, soll noch gespielt werden. Ach, und Leute, wir sind ja noch dabei. Ne? Gut. Also ihr merkt es, ich habe genügend Projekte, auch über meine Arbeitszeit hinweg. Wenn ich in Rente gehe, wird es natürlich viel besser. Und dann werde ich auch, glaube ich, 2 Videos pro Tag hochladen. Weil dann habe ich ja Rente, dann habe ich Zeit. Dann steht der Alte, steht dann da mit seiner Gicht und sagt, Alter, ich muss die Maus hier irgendwie festhalten und dann jetzt hier klicken. Und dann, ja, es wird schon interessant. Also wenn ich dann nur so stehe, so, ich kann das nicht lesen, was steht da? Tante, komm mal her hier, was steht denn da? Ich kann das nicht lesen. Also ein weißer Bart und dann so, mit so ja, wir so, willkommen zu dem neuen Let's Play. Ja, wir spielen heute Deep Space Nine Harbinger, ganz tolles Spiel aus den
90er Jahren. Ja, ich bin ja auch schon 90 und da komme ich dann jetzt ins Spiel. Ich spiele jetzt den Captain Sisko. Ja, dann stehe ich also. Das ist interessant, wenn ich dann so mit 70, 80 dann noch da sitze und anfange, so Let's Plays zu machen. Das wird goldig. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und wie gesagt, das sind halt solche Dinge, auf die ich mich richtig freue. Und ja, hoffe, ihr findet das, was ich so mache, ein bisschen okay. Es wird auch Leute geben, wie gesagt, es wird auch Leute geben, die das, was ich jetzt vorhabe, nicht in Ordnung finden. Die sagen, Mensch, warum machst du das nicht so die ganze Zeit auch? Und so. Ja, weil es ist mein Hobby. Gebe ich als Antwort, es ist mein Hobby und mein Hobby würde ich gerne so gestalten, wie ich es möchte. Ich meine, ich gebe euch ja die Pläne. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich auf einem Community-Beitrag auch, ich glaube, da kann man ja auch ein Bild posten. Da werde ich nämlich hingehen, werde das, glaube ich, in der Tabelle machen, wann was wie kommt und dann werde ich einen Streamplan machen, den werde ich dann Community-Tab posten. So, jetzt habe ich es. Ja. Wie gesagt, ich hab so viel noch vor, Leute. Ich will da noch Sachen machen, wo ich dann den Drucker immer noch benutze und so. Ich will immer noch endlos Papier kaufen, damit der Drucker ordentlich genutzt werden kann. Leute. Wenn ich euch erzählen würde, was ich hier noch alles vorhabe. Oh, ich würde noch morgen da sitzen, würde ich das erzählen. Also, boah. Noch. Gut. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, die Woche ohne mich rund kommt. Wir haben noch andere YouTuber, Tom Maniac, der liebe 8-Bit-Flo, wir haben Captain Tebus, wir haben Patty von Pattys Retro-Kanal, wir haben den David von Beste Computerspiele und da kommen wir dann wieder ins Spiel von Caramba Carajo. Und zwar gibt es einen Kanal, der ist bei mir, guckt da mal in die Beschreibung, ist er drin, der heißt Caramba Carajo. Das ist das Trio Infernale. Das ist Captain Tebow, das ist Patty und das ist natürlich David von Beste Computerspiele und die zocken Games, wie zum Beispiel bei Captain Tebow auf dem Kanal momentan Indiana Jones und The Fate of Atlantis oder Doom zum Beispiel gibt es bei denen auf dem Kanal Doom, also auf Caramba Carajo gibt es Doom. Da war noch ein Spiel, muss ich gerade gucken. Es gab noch ein Spiel, ich wusste aus dem Stegreif, wusste es gerade nochmal, ich habe es schon wieder vergessen. Das ist Wahnsinn. Wir haben zwei Spiele. Das eine ist Doom, das weiß ich. Da ist es, Caramba Carajo. Hier. So. Dann tue ich den Suchfilter umändern und zwar in Kanal. Und dann übernehmen wir das Ganze. Dann haben wir hier diesen wunderschönen Kanal, Caramba Carajo. Das ist der liebe Captain Tebust. Und dann haben wir die Spiele wie zum Beispiel The Town with No Name. Aha. Okay. Never Ending Nightmare haben sie gemacht. Putt Party haben sie gemacht. Und Doom, wie gesagt. Auch schön mit richtig geilen gemachten Thumbnails und so weiter. Könnt ihr euch mal angucken. Ganz groß zu finden, Caramba Carajo, hier steht es. Ihr werdet es am Anfang nicht finden. Geht auf die Suchkategorie Kanäle, ändert die Suchkategorie in Kanäle. Verdammt. So, und der oberste Kanal, der mit dem Herzform, der ist es. Da könnt ihr hingehen, so sieht das Logo aus. Und da könnt ihr euch die mal angucken, die machen nämlich auch richtig geilen Content. Und dann, wie gesagt, der Nerdroom Games, geht dorthin, belästigt die in der Zwischenzeit. Gar kein Problem. Ich komme ja am 11. September wieder. Ja, kann man so sagen. Ja, und dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann wirklich, wie gesagt, am 11. September wieder. Und macht's gut. Bis dann. Bye, bye.